Das ist, in der Klasse ist besser abgenommen. Das ist das Henkerfrühstück von Andi. Von Andi auf dem Campingplatz Kreisel Pannes. Ja, wir sind nicht mehr Statist. Und gleich muss er fahren. Ich bin kein Statist mehr. In deinen Drehbüchern. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Da kommt bestimmt noch ein bisschen was dazu. Ich habe mir mal überlegt, ob das was muss man in diese Antibiotikum-Kiste kriegen. Ob das sonnenempfindlich macht. Hier müssen wir unseren Andi leider abgeben, um wieder nach Hause zu fahren und seinem regelmäßigen Studium nachzugehen. Für den Fall, dass der in Amsterdam ankommt, dass wir sagen können, wie der ausgesehen hat, wie der hier abgefahren ist. Na? Ja, jetzt ist es aus mit der ersten Klasse hier durch England geschippert zu werden, Andi. Thank you.
if the parents will fight. Yes. But many times, our parents, they don't know. The poor parents themselves do not have the education. They don't know where to go and to ask and where to get money. Die Kathedrale von Exeter.
Fährverbindung. Fähre nach Cornwall.
Das ist Kiksand und Korsand. Zwei Orte, die dicht nebeneinander liegen. Aus wie nackt, ne? Mhm. Oh, da draußen ist Segelboot. Jetzt ahnst du, dass da draußen ist. Meine Freunde. Sag mal, das ist dein Lieblingsplatz. Hier und hier. Daneben steht ein großer. Da vorne ist jetzt eine Fontäne. Hallo. Hey, hier. Du. Hier. Regen, du hast du geil.
Du machst das fast so gut wie Gabi Dom. Tom and Tilly Huxham. Who spent many happy hours here? Der Blick oben. Zwei verschiedenen Clubs. Die Champions League gewonnen hat. Jetzt hat er gespielt auf Galka, Espanyol, Barcelona, West Ham United ist. Vor. Portugiesen machen hier die Welle. Noch einmal ein kleiner Versuch der Kreativitätssteigerung. Thank you.
Thank you.
Handfläche da. Ja, gut. Ja. Da passt auch nichts mehr dazwischen. Mir vor wie einer grünen Waschanlage. Hör das Geräusch? Schon wieder eine Fähre. Do you want some of those lunch packs for your kids? Is that it? I don't know, but they're just for snacking. Thank you.
Am Landsend. Was habe ich denn da? Kommt aber keine. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Ja, klar. Sie so freut sich wie so ein kleines Kind. Schöner gepflegter Farmplatz.
Guten Appetit. So glasklar, ne? Thank you.
Ja. Aus der Hand, aus der Hand. Nee, das will ich nicht. Aus der Hand. Komm mal ein Stück aus der Hand. Näher ran. Geh mal näher ran. Geh doch mal näher ran. Von deinem Ding, von dem Tischset. Wir haben erst wieder am 26. Morgen wäre der 25. Fliegen da reinlassen. Also wir stehen hier wie hin bestellt. Yeah, just being kind of, you know, far away and
To a husband younger than herself. He tried to throw her out of a window. Tell you what I am for you. I'm a tartar. A tartar?
never been a man who enjoyed his profession more than Mr. Creakle did. My best. I think of him now, my blood rises against him. Because I know him to have been an incapable brute. Future perfect. My best. He had no more right to be charged with that great trust he held than to be Lord High Admiral or Commander-in-Chief. In either of which capacities, it is probable he would have caused infinitely less mischief. Never spoke of her. Only you could collect me from the coach station. Please tell your mother. Shh! Aunt. He's long to decay in floor and staircase. The bed for a rough litter to break. Well, at least for the squeaking and scat. Child of excellent ability and strong powers of observation. Quick, eager, delicate. It seems wonderful to me that nobody should have made any show on my behalf. I can't, I should be starved. Will you go for it? Came at last to Dover. Excuse me, sir. I'm looking for my aunt, Betsy Trotwood. Do you know her? Betsy Trotwood? She's tied up fast to that great boy in the upper arbor. You can't get to her till half time. Last seen in Friday's gaol on a broomstick, heading for Calais. At last. My mistress, what do you want with that boy? David Compton? He has done a pretty piece of business. He has run away. Oh, his sister, Betsy Trotwood, never would have run away. My sister? The girl you should have been. The girl I came to see. you mean she... She would have lived with me and we would have been devoted to one another. But here, you see young David Compton. And the question I put to you is this. What shall we do with him? What indeed? That's what should we do with him? Yes, I want some very sound advice. Well, if I were you, I should wash him. Jack, Mr. Dick sets us all right. Eat the bath. I swear she was born to be a lady. Fell forth on all sorts of matters. Laughed at my own jokes. We'll have a party like this once a week. Out into the street. Foggy. Frosty.
Never Berra, the party arrives, ladies. Bright lights, music and dancing. Whole room. It's as though it's learning to swim. Oh, if it were anyone but you, Agnes, I shouldn't mind it half so much. You must wish I wouldn't be constrained upon yourself, but Mr. Traddles is waiting. And I fear, Miss Agnes, your good father is very tired. He and I have much to do tomorrow. Of course. One moment, Shula. He is planning to enter into partnership with Papa. Uriah, that mean conniving. He would prevent it. He will force him on Papa. By whom? By Uriah. He is subtle. Or has the weather really changed? It will be my birthday soon, and then your aunts will let us name the day. Will they be uncertain of which day? Who's gone? Emily! She ran away! But else she ran away! I pray God to kill her out of these ruin and disgrace! What? What? She left a letter! What? The man! I want to know his name! I want to know his name! His name! You don't want to hear it! I want to know his name! His name's Steerforth! He's a damn villain! When I leave my home, it will be never to come back. Unless he brings me back a lady. Oh, my heart is torn. If you that I have wronged could know what I suffer, tell Uncle. Lieutenant Clark. Of Agnes taking care of Dora. Of Betsy Trotwood endeavoring to represent herself as a model of standards. Of Dora trembling very much and making her. Ah, with my sweet wife. Whispering and laughing, of breakfast, of eating and drinking, of speeches and tears and flowers, of the horses and the carriage. The honeymoon being over, I mean, think how strange it was that there we were, left alone together. All the romance of our engagement put away upon a shelf to rust. Don't speak to me so. How he cries. Hush, hush. Do one thing for me. I want to speak to Agnes quite alone. Go downstairs and leave us for a while. Uneasy. Seriously affected. Without knowing. Bundesland's end, land's end. Thank you.
Elke. Auf der Füße, ne? Aber eine ist kaputt da. Die stehen alle drum rum. Und eine ist kaputt. Hier seht ihr Richard, den Taubenfreund, den Möwenfreund. Habt ihr jetzt den Schuh gefunden? Nein. Und ihr? Nein, wir auch nicht. Aber dafür haben wir ein Buch gefunden. Das Weinbaubuch, geschrieben von Marcel Kalbere und Michi Rehmann. Also hier wird auch noch einmal gezeigt. Thank you.
Check Zinedine Zidane, Weltfußballer des Jahres 1998. Seine fußballerischen Fähigkeiten sind außergewöhnlich. Technik und Spielwitz höchst wertvoll. Den Tore in 57 Länderspielen. In der Offensive ist sie dann. Kratzt sich das am Bauch, ne? Zuletzt traf er im Viertelfinale gegen Spanien. In der Defensive ist er robust genug, um sich durchzusetzen. Zidane ist einer der komplettesten Mittelfeldspieler der Welt. Der war im Übrigen 1984 auch dabei, zumindest im Stadion. Damals war er 12, kleiner Knirps. We're waiting for the rock one, so that won't come in yet. Well, it is it might, because it stops down there. That'd be it. The round the island one won't come into here. This would just be the little rock. Das bestimmt nicht Diät. Doch. Das ist bestimmt nicht Diät. Das ist wohl Diät. Schätze. Guten Appetit. Danke schön. Schön gefüllt Indien-Pasti mit Curry. Ich krieg dich nicht weit genug weg. Du musst mir mal diesen Doppelzug da rausnehmen. Nee, nimm doch zurück oben. Hab ich ja. Mach doch mal ein Ding. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Sonst esse ich nichts. So ist doch nie was.
Stand drauf, man soll die Kinder über die Wiesen toben lassen, weil da würden sie sich beim Purzeln nicht wehtun. Auf den Wegen, ja.